Das, was Sie vertreten mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das sind ja Erfahrungen, die Sie im Unternehmen eigentlich gesammelt haben, über das, wie Menschen arbeiten, wie man ein Unternehmen führt. Können Sie dazu noch ein Wort sagen? Wie ist diese Weiterentwicklung aus der unternehmerischen Erfahrung bei DM? Ja, ist einfach eine höchstpersönliche unternehmerische Erfahrung ist eben eine ganz einfache, dass man sehr bald dahinter kommt, dass der Mensch nicht das Einkommen bekommt, weil er gearbeitet hat, sondern dass er das Einkommen braucht, um arbeiten zu können. Wenn man diesen denkt, das ist so wie erdischen Scheibe, Erde rund. Ne? Wenn man das mal begriffen hat, dass es bei jedem so ist, auch beim höchstens persönlich, dass man das Einkommen braucht, um tätig zu werden. Der Mensch muss leben können, dazu braucht er ein Einkommen. Und wenn er leben kann, dann kann er auch arbeiten, dann kann er tätig werden für andere. Ne? Und dann kann er sich auch selbst weiterentwickeln. Und deswegen gibt es ja diesen wunderschönen, kurzen Satz von Friedrich von Schiller, ne? 1892, der sagte, der Mensch isst noch nicht viel, wenn er warm wohnt und satt zu essen hat. Aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn die bessere Natur sich in ihm regen soll. Also wenn wir über uns hinauswachsen wollen, das ist ja unser ganzes Anliegen hier auf der Erde, sonst macht es ja gar keinen Sinn, dann geht es nicht, wenn wir unter Existenzdruck sind. Und immer dann, wenn ein Mensch unter Existenzdruck gerät, dann wird er unmenschlich. Das kann man in vielen Expeditionsgeschichten und so weiter sehen. Dann wird er eigentlich tierischer als ein Tier. Wobei sich die Führungsfrage stellt. Da werden viele nicken und sich sagen, klar, aber im Unternehmen muss ich ja sagen, wo es lang geht. Ja. Und was ist Ihre Erfahrung mit den Mitarbeitern? Na, in dem Unternehmen orientieren sich die Mitarbeiter natürlich an der Macht des Faktischen. Aber in der Gesellschaft letzten Endes auch. Aber da muss es eben geschehen aus dem geistigen Impuls. Die fatale Entwicklung wäre, wenn das enden würde in einem totalitären Staat. Ne? Ja. Ihre Erfahrung als Unternehmer ist mir da nochmal wichtig und ich komme nochmal auf die Führungsfrage zurück. Weil das Denken ja ist, man muss sagen, wo es lang geht. Also gut, ein Einkommen ermöglicht Arbeit, aber in einem organisierten Zusammenhang muss ich ja das vorzeichnen. Können Sie noch ein Wort zu dem sagen, was für Sie Führung gewesen ist oder überhaupt ist, wo Sie da hingekommen sind? Nein, das ganze Denken über Führung, die Begrifflichkeit über Führung, die verändert sich im Moment. Und bisher haben die Menschen gemeint, und die ganze Führungsliteratur zeigt es eigentlich noch, Führung ist, die Menschen dazu zu bringen, dass sie was machen, was sie eigentlich so nicht machen wollten. Ja. Das ist der alte Führungsbegriff. Also freundlich, unfreundlich gesagt, wie manipuliere ich am besten? Ne? Und aus der Manipulation hat man dann Motivation gemacht, aber es war immer noch Manipulation. Und was ich halt gemerkt habe, und da ist natürlich schon ein Filialbetrieb ein wunderbares Erfahrungsfeld, das funktioniert ja nicht. Ne? Manipulation braucht ja soziale Nähe, die haben sie bei einem Filialbetrieb nicht. Ne? Und da ist mir dann klar geworden, ja, Führung, und das ist die Führung, die wir in unserem Bewusstsein erstmal ausbilden müssen, Führung ist erst dann legitim, wenn sie zum Ziel hat, dass der andere sich selbst führt. Dass der andere sich selbst führt. Und das ist eigentlich der Punkt. Ne? Und auch im Wirtschaftlichen ist man nur in dem Maße erfolgreich, wie man seinen Kunden, und die Mitarbeiter sind auch Kunden sozusagen, wie man denen gerecht wird.